Guck mal, meine Oma ist verstorben, jetzt Anfang des Jahres ist meine Oma verstorben, was für mich sehr, sehr hart war, weil sie hat in Angola gelebt und dadurch, da ich ja keinen deutschen Pass habe und auch keinen deutschen Reisepass hatte, habe ich sie nicht kennenlernen dürfen, weißt du? Das heißt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, bevor sie verstorben ist, ja, mein Bruder hat sie schon gesehen, meine Schwester hat sie schon gesehen. Ich bin der Jüngste und ich bin der Einzige, der keinen deutschen Pass hat, weil ich halt in Deutschland geboren bin und somit in Angola nicht registriert wurde. Ja, quasi keine zusätzliche Staatsangehörigkeit nachweisen kann, um einen deutschen Pass zu kriegen. So war die Politik ganz halt. Deswegen wollte man mich auch abschieben, ja. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich habe ja letztes Jahr, also irgendwann Anfang des Jahres, habe ich ja einen Reisepass bekommen. Deutschen Reisepass für Ausländer. Das ist noch nicht diese ultimative Reisepass, aber damit kann man schon ein bisschen sich bewegen, ja. Und ich hatte dann vorgehabt, mit diesem Reisepass endlich mal meine Oma zu besuchen. Also endlich mal nach Angola zu fliegen. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Wir waren uns einig, es ist gut. Eine gute Idee. Lass nach Angola. Und mein Bruder hatte dann die Idee, ja, ey, wir können das auch so ein bisschen mit Kamera begleiten lassen und so. Und dann kam mein Kopf so, ja, Mann, krass. Wir können das mit Kamera begleiten lassen, so eine Art Dokumentation daraus machen. Sugar, erste Mal in Angola, dies, das. Wir hätten das ein bisschen mit eingebaut in unsere Promophase zu Voyage, weil Voyage ist ja eine Reise zu meinem letzten Album, das heißt Voyage. Und wir hätten das dann auch als Promo nutzen können. Und dann habe ich quasi diesen Gedanken, den ich am Anfang hatte, dass ich einfach eigentlich nur nach Angola will, habe ich dann so wie ein bisschen vermischt mit anderen Sachen. Und mein Bruder, irgendwann hat er mich dann angerufen, hat gesagt, guck mal, es ist jetzt soweit, so die Oma, die kann nicht mehr lange. Sie hat nicht mehr lange. Wir müssen langsam echt planen, dass wir rüberkommen. Ich habe gesagt, okay, komm, lass uns mal planen, lass uns mal vielleicht jemand mit reinholen, Sponsoren, Leute vom Fernsehen oder so, die halt mich dann mit begleiten können nach Angola, dass das Ganze auch finanziert wird und und. Ja. Und wir waren mit vielen Leuten im Gespräch, mit Arte, diese Fernsehsender waren wir im Gespräch, mit viele Leute wollten das auch umsetzen. Und das hat sich dann halt verzögert, weil diese Leute hatten auch andere Interessen. Und einen Tag, ich bin im Studio, ich war mit Des, mit King Kuba, mit John, also mit meinem älteren Bruder, wir waren im Studio. Und auf einmal kriegt mein Bruder einen Anruf. In diesem Anruf war halt so eine, das war eine Telefonkonferenz. Da war meine Mutter, meine Tante und meine Oma. Meine Oma wollte dann unbedingt mit mir sprechen. Und sie hat so zu mir gesagt, weil damals, als ich noch jünger war, hat meine Oma gesagt, ich habe alle kennengelernt, außer dich. Und ich war noch so auf Straße, so kennst du auch mal andere Sachen im Kopf. Die hat gesagt, guck mal, ich bin schon alt, ne? Aber ich werde nicht von der Welt gehen wollen, bevor ich dich gesehen habe. Und das heißt, es war irgendwo schon so eine Art Mission. Okay, ich muss auf jeden Fall meine Oma sehen. Und jetzt dieser Anruf. Meine Oma ruft mich an und sagt, wir haben uns immer noch nicht kennengelernt, wir haben uns immer noch nicht gesehen, ich habe dich auf Fotos gesehen, ich habe von deiner Mutter gehört, du machst sehr gute Sachen, du arbeitest sehr viel und, und. Arbeite immer weiter, du wirst etwas sehr, sehr Großes bewirken, aber du darfst nur nicht aufhören zu arbeiten. Ich habe keine Kraft mehr und so. Und ich dachte, die macht Spaß, weil meine Oma hatte viel Humor. Und ihr müsst euch vorstellen, auf ihre Papiere war die 97. Aber die Leute sagen so, ohne Papiere. Diese Papiere da waren Bluff, weißt du, dass sie 104 Jahre war. Das heißt, sie war noch fit, sie hat noch geredet, sie hat sich selber gewaschen und, und. Und das hat so schlagartig so aufgehört. So wie innerhalb von einem Monat auf einmal hat sie voll viele Probleme gehabt, ja. War halt wirklich fertig, konnte nicht mehr alleine aufstehen, duschen, konnte zum Teil gar nicht mehr reden, man hat sie nicht mehr verstanden und so. Aber das, also sie ist halt sehr, sehr alt geworden da in Afrika. Natürlich auch da, die Gegebenheiten sind ja anders. Man hat nicht so viel Stress wegen Papierkram oder so, diese Behördensachen oder, weißt du, was ich meine? Die Leute sind um dich herum. Es sind immer Kinder um dich herum, die dich natürlich auch immer so jung halten und dich immer beleben. So, weil bei uns ist das halt so in der Kultur, dass halt, wenn Kinder da sind, also sagen wir, ich krieg ein Kind, einen Sohn, und der ist eigentlich den ganzen Tag nur bei Oma, weißt du, ich meine? So, und so war halt meine Oma immer sehr, sehr glücklich, sehr so zufrieden, hat viel gelacht, immer lustig gewesen, ja. Danach müsst ihr euch jetzt vorstellen, meine Oma redet jetzt so wie, die nimmt gerade Abschied von mir. Wisst ihr, wie ich meine? Und mir wird das so während des Telefonats so klar. Ich denke mir so, hä, was redest du, Oma? Ich bin schon am Planen.
planen mit John, so mit meinem Bruder, wir wollen kommen. Es fehlen nur Kleinigkeiten, weil ich hatte ja im Kopf, ich mache eine Doku, wie ich hinfliege, aber ich will nicht so in meiner Doku jetzt noch meine Familie so filmen, sondern einen Tag so Off-Day, wo ich so komplette Tag mit meiner Oma bin, Familie so, so, danach nächste Tage drehe ich wieder Doku und treffe viele andere Leute und sowas, weißt du, damit einfach Familie da rausgehalten wird. Und meine Oma sagt mir, ey, ich will gehen und ihr lasst mich nicht gehen. Ich will meinen Frieden und ihr lasst mich nicht gehen. Weißt du, was ich meine? Und sie hat geweint, wo sie das dann gesagt hat. Sie hat es richtig ernst gemeint. Ihr lasst mich nicht gehen, Alter. Indem ihr mich hier ganze Zeit so behaltet, muss ich ganze Zeit jetzt hier, ihr lasst mich nicht gehen. So, weil ich quasi noch auf dich warte und dir dieses Versprechen gegeben habe, dass du quasi sie auf mich warten wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt das Handy weggegeben und ich kam gar nicht klar. Mir fällt so alles ein. Es sind jetzt 3 Monate vergangen, seitdem ich eigentlich einfach hinfliegen wollte. Jetzt in diese 3 Monate habe ich jetzt Sponsoren geklärt, dies und das geklärt. Ich habe jetzt Videokonferenzen mit Arte, mit Fernsehsender und so. Ich rede mit denen. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser eigentliche Ziel, was ich hatte, einfach hinzufliegen, meine Oma zu sehen. Es hat sich so entwickelt, dass ich daraus ein Doku machen wollte, dies und das. Das eigentliche Ziel war gar nicht mehr im Vordergrund. Und was ist passiert? Ich habe aufgelegt, aber ich war dann natürlich sehr traurig. Und ich habe dann so meinem Bruder gesagt, ey, was war das gerade, Alter? Mein Bruder sagt so, ja, die will Abschied von dir nehmen. Und danach, meine Eltern rufen die wieder an, die gehen nicht dran. Weil meine Oma war ja nicht mehr ganz alleine, sondern bei ihr war immer jemand, immer von meiner Mutter die jüngste Schwester, ja, also meine Tante, war immer in ihrem Haus. Und dann musst du dir vorstellen, meine Tante hat jetzt meine Mutter angerufen, hat ihr gesagt, die Oma ist jetzt von uns gegangen. Ich schwör's dir, nicht mal so, lass mich nicht lügen, nicht mal 1/2 Stunde nach meinem Telefonat mit ihr ist sie von uns gegangen. Und ich hatte die ganze Zeit so im Kopf dieses, was sie gesagt hat, ihr lasst mich nicht gehen. So nach dem Motto, weil wir so sie noch sehen wollen und so, kann sie ihren Frieden nicht finden. Und jetzt, meine Tante hat erzählt, meine Oma war, bevor sie mich angerufen hat, ja, also bevor sie diese Telefonkonferenz gemacht haben, ja, bevor die das gemacht haben, war meine Oma anscheinend schon irgendwie für mehrere Stunden vorher im Koma gewesen. Also es kam keine Reaktion mehr von ihr, sie lag einfach nur und ist dann wach geworden irgendwann. Alle waren um sie herum, alle haben natürlich geguckt, was ist mit ihr? Lebt sie? Atmet sie? Sie atmet nicht, sie macht nichts. So war die Situation, okay? Dann haben die natürlich gefragt, was ist, was war, dies und das, und dann hat sie ihr etwas erzählt. Hat gesagt, ich war an einem Ort, okay, in dem Moment, wo sie halt so wie weg war. War sie an einem Ort? Dieser Ort, die sagte, dieser Ort war so schön, alles so schön mit Licht, alle waren am Lachen, alle hatten Freude. Und sie hat so einen Eimer gesehen, ja, jeder hatte so einen Eimer, so mit Mais und so. Dieser Eimer war richtig am Leuchten. Und sie hat diesen Eimer gesehen, sie hat auch so einen Eimer gesehen, der da noch so stand. Und die dachte sich, ja, das ist sicher mein Eimer. Und sie ist dann auf diesen Eimer zugegangen. Und dann hat sie eine Stimme gerufen, okay, in ihrer, da wo sie war, okay. Sagen wir jetzt, in ihrem Traum oder in ihre, wo auch immer sie war. Die, die neben bei ihr zu Hause waren, haben gesagt, sie hat keinen Puls, sie atmet nicht. Sie ist einfach so. Die dachten, die ist schon weg. Und sie sagt, da wo ich wollte gerade jetzt auf meinen Dings zugehen, auf diese Eimer und den holen. Und dann hat eine Stimme mich gerufen, hat nach mir gerufen. Und sie hat sich umgedreht. Und er hat zu ihr gesagt, ja, das ist dein Eimer, aber du, es ist noch nicht die Zeit, dass du den Eimer zu dir nimmst. Also, dass du den an dich nimmst. Du musst nochmal zurück. Und sie sagt so, aber ich will nicht nochmal zurück. Hier ist es so schön und die letzten Monate, ich bin nur am Leiden und so, so, so. Ich kann nicht mehr. Und diese Stimme hat aber zu ihr gesagt, du musst aber zurück. Du hast noch eine Sache nicht erledigt. Dieser Eimer wird hier auf dich warten. Und dann ist meine Oma ja quasi wieder wach geworden und hat dann angefangen zu erzählen. Hat das denen erzählt und hat dann gesagt, ich muss meinen Neffen anrufen. Und dann hat sie mich angerufen und quasi von mir Abschied genommen und quasi meinen Segen wollte sie ja haben, dass sie gehen kann. Okay, weil sie hat ja ihr Wort mir gegeben, dass sie auf mich wartet. Und mit diesen Gedanken habe ich dann meine Tante, die am Telefon jetzt war und mir das alles erzählt hat, ich habe sie nur zwei Fragen gestellt. Und zwar, die eine Frage war, was war meine Oma für ein Mensch? War sie ein glücklicher Mensch? Hat sie viel gelacht? Hat sie viel Zufriedenheit gehabt? Ich habe nicht gefragt, war sie ein Mensch, der reich war oder viel Geld gemacht hat oder geflext hat oder alles erreicht hat in seinem Leben. Ich habe gefragt, war sie ein Mensch, der zufrieden war, der liebevoll war, der viel gelacht hat. Meine Tante hat gesagt, sie hat immer gelacht.
Sie hat immer gelacht. Sie hatte schwere Zeiten. Sie hatte schwere Umstände, da mein Opa an Rheuma verstorben ist und halt sehr lange Rheuma krank war, musste sie halt sehr, sehr viel so halt ihn pflegen und so und dann noch arbeiten, Geld nach Hause bringen, dies und das, ja. Aber sie war ein sehr, sehr zufriedener Mensch und hat sehr viel gelacht. Dann habe ich gesagt, okay, meine Oma war zufrieden, weißt du. Ich konnte nichts in ihrem Leben beitragen, weil ich halt keinen Pass hatte und hier geboren bin. Und auch vielleicht, weil ich so viel Scheiße hier gebaut habe, statt mich für meine Familie wirklich zu interessieren, war ich nur auf der Straße, habe mich nicht um die wesentlichen Dinge gekümmert. Ich habe diese Chance verpasst. Aber diese ganze Sache hat mir zwei Sachen gezeigt. Und zwar, das eine ist, niemand kann entscheiden, wann der Tod kommt, Bruder. Ich dachte, ich habe Zeit. Ich dachte, ich kann noch mein Projekt fertig machen. Danach irgendwann zu meiner Oma fliegen. Vielleicht mit Geld, mit Kamera, die sollen alle sehen, weißt du? Ich hab's geschafft. Ich hab ein Projekt, ich komme mit Kamerateam, so. Aber meint ihr, das hätte meine Oma überhaupt interessiert? Sie war ja so schon stolz auf mich, ohne dass sie mich kannte. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen sage ich immer wieder so, das Geld ist halt einfach nicht alles. Zufriedenheit. Geh mit Zufriedenheit. Weißt du, was ich meine? Und diese Zufriedenheit zu erreichen, ist sehr, sehr schwierig. Und ja, das war halt das Zweite, was mir gezeigt hat. So. Weißt du? Du kannst erstens, kannst du den Tag des Todes nicht auswählen, es sei denn, du machst Selbstmord. Aber trotzdem, den Tag kannst du nicht entscheiden. Am Ende ist es einfach nur wichtig, ob die Person zufrieden war. Weil wäre die Person jetzt reich, dann gäbe es am Ende viel Streit um diesen Reichtum. Wer kriegt jetzt was? Warum kriege ich nur das? Warum der nicht das? Ich habe doch mit ihr gelebt. Ich habe sie so lange gepflegt. Warum hat sie mir nichts hinterlassen? Ich habe sie